Wort erteilen. Ja, sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Europa steckt in einer handfesten Krise und wir müssen als Politik alles tun, um diese Krise zu überwinden, weil wir Europa brauchen. Da, glaube ich, sind wir alle einer Meinung. Und wir müssen auch feststellen, dass die zentralen Akteure in den europäischen Gremien ja vielleicht in den letzten Jahren nicht erkannt haben, wie ein Vertrauensverlust erst schleichend, dann galoppierend eingesetzt hat, dass eben immer mehr Bürger nicht mehr hinter dieser EU-Politik stehen, wie wir sie die letzten Jahre erlebt haben, beginnen damals mit der Euro-Rettungspolitik. Das waren ja die ersten großen Vorzeichen, dass Bürger gesagt haben, ja, stecken wir hier mit drin, können wir hier wieder irgendwo raus. Also man hatte schon irgendwo das Gefühl, von anderen bevormundet zu sein, selber hinter den Dingen nicht zu stehen. Es ging dann weiter in den letzten Jahren mit vielen weiteren Themen, die sich jetzt zugespitzt haben, im Brexit zu schlimmer letzt, muss man fast sagen, zwischenzeitlich mit einer Ohnmacht der EU-Politik im Hinblick auf die Flüchtlingskrise. All das hat den Bürgern gezeigt, diese Leute, die da vorne steuern, haben den Laden nicht im Griff. Wir trauen denen nicht. Und die Engländer haben vielleicht damit am gewissen nationalen Zusatzton, den es in anderen Regionen vielleicht nicht so gibt, dann gesagt, okay, dann gehen wir raus. Wie sind jetzt die Reaktionen, meine Damen und Herren? In meinen Augen schon wieder falsch. Wenn ein Herr Juncker sagt, okay, dann fragen wir eben künftig bei gewissen Dingen die Bevölkerung gar nicht mehr bei CETA, TTIP und dergleichen, sondern machen das gleich über die EU und fragen die Mitgliedstaaten gar nicht erstmal, meine Damen und Herren. Oder wenn jetzt gegenüber den Briten mit einem gewissen Schmollton gesagt wird, ja, raus ist raus, jetzt aber schnell, schleicht euch vom Acker. Meine Damen und Herren, auch das ist falsch, vor allem auch durch die Brille der bayerischen Wirtschaft. Und da sind wir als Freie Wähler durchaus der Überzeugung, dass wir das in der jetzigen Situation auch ganz vorne hinstellen müssen, Schadensbegrenzung zu betreiben. Jeder zehnte BMW geht nach Großbritannien. Meine Damen und Herren, wir können es uns nicht leisten, dass diese Insel völlig abschmiert, dass vielleicht hier die Zahlungsfähigkeit nicht mehr so gegeben ist, dass am Ende der deutsche Export und damit auch der Wohlstand, die Arbeitsplätze hierzulande leiden. Also es ist durchaus angesagt, hier vernünftig weiter zu arbeiten, nicht zu sagen, da lassen wir jetzt die Jalousien runter, wollen mit den Leuten nichts mehr zu tun haben. Und es muss sich auch die Politik an die eigene Brust klopfen. Wie konnte es dazu kommen? Und nicht zu sagen, wenn nicht so abgestimmt wird, wie wir das erwarten, dann lassen wir nicht mehr abstimmen. Nein, wir müssen als Politik diesen Vertrauensverlust aufarbeiten. Und da bringen wir als Freie Wähler ja geradezu das Zauberwort der Regionalität ins Spiel. Und ich frage mich, dass man sich hier immer ja so darum windet, mehr regionale Zuständigkeiten endlich nicht nur in Sonntagsreden im Wort zu führen, sondern auch einzufordern, einzuführen. Die EU hat sich bei vielen Dingen auch zu viele Kompetenzen rübergezogen, die man jetzt ganz gezielt im Einzelfall wieder zurückgeben könnte. Ich erinnere an Fehlentwicklungen im Bereich der Agrarpolitik, meine Damen und Herren. Die Agrarpolitik, die Landwirtschaft ist in Europa der am weitesten vergemeinschaftete Wirtschaftszweig. Und jetzt reden Sie mal mit den Bauern, nicht nur hierzulande, wie sie sich ja unter dieser politischen Prämisse fühlen. Ist das ein Erfolgsmodell, die europäische Agrarpolitik? Oder stellen wir nicht sehr viel mehr fest, dass die Landwirte immer mehr auf der Strecke bleiben, dass dieselben Agrarausgleichszahlungen von Deutschland bis Rumänien bezahlt werden? Das trifft die Regionalität nicht. Das ist bei uns zu wenig. Das ist in Rumänien vielleicht zu viel. Deshalb gehen dort Großinvestoren aus dem Westen rüber, bedienen sich dort und schließen hier die Tore. Also hier haben wir Verwerfungen. Also Agrarpolitik, es bleibt nicht die Zeit, das zu vertiefen. Als Beispiel dessen, dass hier die Vergemeinschaftung mit Sicherheit
Mehrheit nicht die goldene Zukunft gebracht hat, die man sich hier erhofft. Reden Sie mit einem Bürgermeister bezüglich Ausschreibungspflichten, meine Damen und Herren. Wenn ein bayerischer Bürgermeister nicht mal mehr eine Turnhalle bauen kann, ohne entweder irgendwelche Winkelzüge anwenden zu müssen oder europaweit ausschreiben zu müssen, und dann gewinnt eine portugiesische Firma diese Ausschreibung, und dann wollen wir noch TTIP und CETA oben draufsetzen, dass noch andere Kontinente reinkommen in diese Ausschreibungsmodalitäten. Meine Damen und Herren, das zeigt, dass wir an vieler Stelle zu viel Europa haben und an anderer Stelle zu wenig Europa, wenn es darum geht, Flüchtlingspolitik, Sicherheitspolitik, internationaler Terrorismus, Armutsbekämpfung. Also wir müssen hier dieses Zusammenspiel europäische Ebene, nationale Ebene, Regionalität neu justieren, und in vielen Fällen würde mehr Regionalität Druck vom Kessel nehmen, ob es die Schotten sind, ob es die Basken sind, ob es die Bayern sind. Sie haben ja Leute unter Ihnen, die immer posten, Bayern soll aus Deutschland austreten. Ja, wenn vielleicht Bayern in Deutschland mehr Ellbogenfreiheit hat, das ist kein Schmarrn, lesen Sie Ihre Facebook-Freunde durch, dann würde vielleicht auch der Bayer sagen, jawohl, ich komme gar nicht auf diesen Gedanken, der Franke sagen, ich fühle mich hier wohl, wenn ich hier regional ordentlich bedient werde. Also Regionalität durchaus als das Zauberwort, das wir hier heute in die Debatte einbringen wollen als Freie Wähler, für ein Europa der Bürger und Regionen. Mit dieser Überschrift sind wir in den Europawahlkampf 2014 gestartet. Da waren ganz andere Themen dann wahlentscheidend. Regionalität, wie schreibt man das, interessiert niemand. Schön langsam, glaube ich, wird es immer mehr interessieren. Wenn man die Bürger nicht mitnimmt, wird Brexit nicht der letzte Betriebsunfall dieser EU gewesen sein. Und mir ist Angst, wenn ich sehe, welche Leute weiterhin jetzt hier das große Rad drehen in dieser EU, wenn ein Ignorant wie Herr Juncker dann eben sagt, dann sperren wir das Volk aus, dann machen wir alleine weiter ohne Volk, das auf den Punkt gebracht, dann ist das der falsche Weg. Und ich will hier nur oder nicht nur auf der europäischen Ebene bleiben, sondern auch auf die bayerische Ebene gehen. Wir haben heute, Herr Ministerpräsident, nochmal vielen, vielen Dank, dass Sie auch unsere Unterschriften entgegengenommen haben, auch dieses Thema Freihandelsabkommen in Bayern in die Debatte zu bringen und zu sagen, wo steht denn hier die bayerische Bevölkerung? 20.000 Unterschriften, ja, ist symbolhaft für viele, viele Leute, die sagen, das geht über unsere Köpfe hinweg. Wir wissen gar nicht mal, worum es genau geht. Wir wissen schon gar nicht, wie sich das auswirkt. Immer mehr haben berechtigte Sorgen, vom Deutschen Richterbund über die Landwirtschaft, über die KMUs und dergleichen mehr, die sich zunehmend organisieren und sagen, bitte so nicht. Wir wollen hier mitgenommen werden. Und das vielleicht nochmal abschließend auch der Appell an Sie als Staatsregierung. Nehmen Sie diesen Hilferuf der Bevölkerung ernst. Fragen Sie das Volk, sobald CETA jetzt ausverhandelt ist, hoffen wir, dass es als gemischtes Abkommen gesehen wird, dass Bayern im Bundesrat gefragt wird, nicht, dass es über unsere Köpfe hinweggeht. Sollte es über die Köpfe hinweggehen, erwarte ich von Ihnen natürlich, dass Sie in Berlin wirklich massiv auf den Putz hauen, und nicht nur auf den Putz hauen, sondern da muss der Putz dann von den Wänden fallen, wenn Sie als Regierungspartner da oben mitbekommen, dass das ohne Nationalstaat geht. Das darf nicht passieren. Trotzdem, unabhängig davon, Sie als Bayern können die Bevölkerung fragen. Wir fordern, die bayerische Bevölkerung zu befragen, und ab Juli wird ja dann ein Volksbegehren auf den Weg kommen, CETA zu stoppen, TTIP zu stoppen, diese Verhandlungen neu zu beginnen unter einer neuen Sichtweise, wo Regionalität eine größere Gewichtung hat. Wir brauchen Europa, wir müssen Europa retten, ein Weiter-so darf es nicht geben. Wir wollen ein Europa der Bürger und Regionen. Vielen Dank.